Die Heisenbergsche Unschärferelation gehört zu einer Handvoll Ideen, die aus der Quantenphysik in die Populärkultur übergegangen sind. Sie besagt, dass man niemals gleichzeitig die genaue Position und die genaue Geschwindigkeit eines Objekts wissen kann. Und sie taucht überall als Metapher auf, von der Literaturkritik bis hin zum Sportkommentar. Die Unschärfe wird häufig als Ergebnis von Messungen erklärt. Die Messung der Objektposition ändert dessen Geschwindigkeit und umgekehrt. Der tatsächliche Ursprung ist jedoch viel tiefgreifender und noch erstaunlicher. Die Unschärferelation existiert, weil sich alles im Universum gleichzeitig wie ein Teilchen und wie eine Welle verhält. In der Quantenmechanik haben die genaue Position und Geschwindigkeit eines Objekts keine Bedeutung. Um das zu begreifen, müssen wir darüber nachdenken, wie sich Teilchen und Wellen verhalten. Teilchen befinden sich per Definition zu jedem Zeitpunkt an einem einzigen Ort. Zeichnet man ein Diagramm, das die Wahrscheinlichkeit zeigt, das Objekt an einem bestimmten Ort zu finden, sieht man eine einzelne Spitze. 100% an einer Position und 0 überall sonst. Wellen hingegen sind Störungen, die sich im Raum ausbreiten, wie etwa auf der Oberfläche eines Teichs. Man kann die Merkmale eines Wellenmusters als Ganzes klar erkennen. Vor allem die Wellenlänge, also den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gipfeln oder Tälern. Man kann einer Welle jedoch keine bestimmte Position zuordnen, da sie an vielen Punkten gleichzeitig ist. Die Wellenlänge ist für die Quantenphysik wichtig, da sie abhängig ist vom Impuls, also der Masse eines Objekts mal seiner Geschwindigkeit. Ein sich schnell bewegendes Objekt hat einen großen Impuls mit entsprechend kurzer Wellenlänge. Der Impuls eines schweren Objekts ist selbst bei langsamer Bewegung groß und es hat daher auch eine sehr kurze Wellenlänge. Deshalb bemerkt man die Welleneigenschaften von Alltagsgegenständen nicht. Wirft man einen Baseball, beträgt seine Wellenlänge ein Milliardstel, Billionstel, Billionstel Meter und ist viel zu winzig, um je bemerkt zu werden. Kleine Dinge wie Atome oder Elektronen können jedoch Wellenlängen haben, die groß genug sind, um sie zu messen. Von einer reinen Welle können wir die Wellenlänge und damit ihren Impuls messen. Aber sie hat keine Position. Die Position eines Teilchens kann man bestimmen, aber es hat keine Wellenlänge, weshalb wir seinen Impuls nicht kennen. Um ein Teilchen mit Position und Impuls zu erhalten, müssen wir beide Bilder mischen, zu einem Graphen mit Wellen, aber nur in einem kleinen Bereich. Wie klappt das? Durch Kombination von Wellen unterschiedlicher Wellenlänge, wodurch wir unserem Quantenobjekt Spielraum für seinen Impuls einräumen. Wenn man zwei Wellen addiert, erhält man Stellen, an denen sich die Spitzen überschneiden und verstärken, und andere, an denen sich die Spitzen und Täler auslöschen. Dadurch entstehen Bereiche mit Wellen, getrennt durch Bereiche, wo gar nichts ist. Fügt man eine dritte Welle hinzu, werden die Bereiche, in denen sich die Wellen auslöschen, größer und bei einer vierten noch größer, während die Wellenbereiche schmaler werden. Fügt man immer mehr Wellen hinzu, erzeugt man ein Wellenpaket mit einer eindeutigen Wellenlänge in einem kleinen Bereich. Das ist ein Quantenobjekt mit Wellen- und Teilcheneigenschaften. Dabei geht jedoch die Gewissheit in Bezug auf Ort und Impuls verloren. Dessen Position ist nicht auf einen einzelnen Punkt beschränkt. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt sie nahe des Mittelpunkts des Wellenpakets. Und da dieses aus vielen Wellen zusammengesetzt ist, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dessen Impuls dem einer dieser Wellen entspricht. Nun sind Position und Impuls unscharf und diese Unschärfen sind verknüpft. Wenn man die Positionsunschärfe durch ein kleineres Wellenpaket verringern will, braucht man mehr Wellen, was zu einer größeren Impulsunschärfe führt. Will man den Impuls genauer bestimmen, braucht man ein größeres Wellenpaket, was mehr Positionsunschärfe bedeutet. Das ist die Heisenbergsche Unschärferelation, die erstmals 1927 vom deutschen Physiker Werner Heisenberg formuliert wurde. Diese Unschärfe ist keine Frage von guter oder schlechter Messung, sondern ein unvermeidliches Resultat der Kombination von Teilchen- und Welleneigenschaften. Die Unschärferelation ist nicht nur eine praktische Grenze von Messungen, sie ist eine Grenze für die Eigenschaften, die ein Objekt haben kann. Und diese ist Teil der Grundstruktur des Universums. Tauche ein in die verblüffende Welt der Quantenmechanik und versuche, eines der berühmtesten Gedankenexperimente dieses Fachgebiets zu durchschauen. In diesem Video.